Und jetzt geht's los! Kids! Die Sitzung ist hiermit eröffnet. Wir wissen alle, dass die McGillicuddy-Mädchen neulich eine Party gegeben haben und keiner von uns wurde eingeladen. Was würdet ihr davon halten, wenn wir einen neuen Club gründen würden? Wir brauchen nur einen Namen. Ja, wie wär's mit Frauenhasser-Club? Yeah! Super! Also, zunächst brauchen wir mal einen Präsidenten. Ja! Yeah! Derjenige von uns, den wir wählen werden, muss der schlimmste Frauenhasser unserer Gruppe sein. Das ist der Grund, warum ich für Alfalfa bin. Glaubt mir, der hasst Frauen. Liebe Dala, ich bin kein Mann, der viele Worte macht. Ich liebe dich, liebst du mich auch. Dein treuer Alfalfa. PS, morgen komme ich und hole mir die Antwort ab. Andala von Alfalfa. Aha, da bist du ja. Willst du was? Spanky Phil, dass du zu ihm pommst. Warum? Hat er nicht gesagt. Hat nur gesagt, sollst pomm. Hat er doch, Porky. Hat er. Also gut. Sag mal, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Klar. Bringt das zu Dala. Gibt's ihr persönlich. Verstanden? Mhm. Mhm. Nicht vergessen. Ist wichtig. Kapiert? Mhm. Mhm. Ist okay. Tu's da rein. Oh ja. Da verliere ich den Pief nicht. Alfalfa, du bist der Größte. Specky, was soll denn der ganze Quatsch? Alfalfa, wir haben gerade einen neuen Club gegründet und dich zum Präsidenten gewählt. Ich will euch nämlich damit sagen... Was soll ich denn sagen? Irgendwas über die Regeln. Ich möchte euch sagen, die Regeln unseres Clubs müssen befolgt werden. Spike, komm mal her. Ich ernenne dich zu meinem Gehilfen und übergebe dir feierlich das offizielle Paddel. Danke, Freund. Und jedes Clubmitglied, das die Regeln nicht befolgt, erhält 5 Hiebe von meinem Freund. Ich bin genau der Richtige für eine solche Aufgabe. Lass mich nochmal ab. Ach, übrigens, Spanky, von was für einem Club bin ich denn Präsident? Na, von unserem neuen Frauenhasser-Club. Und wie heißen die Regeln? Niemand darf sich mit Mädchen sehen lassen. Ansehen nicht erlaubt. Mit ihnen sprechen ist nicht erlaubt. Und sülzige Briefe schreiben ist auch nicht erlaubt. Tut mir leid, Spanky. Ich hab noch was zu tun. Ich hab noch was ganz Wichtiges zu tun. Ich komm wieder, Spanky. Wiedersehen. Wir spielen doch. Tagchen. Habt ihr den Brief schon übergeben? Selbstverständlich. So. Ende aus. Ich hänge am Galgen. Ich muss zu Dala. Wir kriegen noch einen Kautummi. Ruhe. Wir können nicht sehr viel tun. Wir müssen warten, bis Alfalfa zurückkommt. Wo musste er denn so dringend hin? Na, ist doch klar. Nüber in Dalas Haus. Mhm. In Dalas Haus? Ja, das ist ja typisch. Komm, so Präsident, was sind die Weibern hier? Gentlemen, Spike und meine Wenigkeit werden versuchen, rauszufinden, was los ist. Wartet hier, wir kommen wieder zurück. Komm mit Spike. Mhm. Ihr zwei könnt auch mitkommen. Klar doch. Oh, hallo, Alfalfa. Dala, würdest du mir bitte den Brief zurückgeben? Welchen Brief? Ich hab dir doch gewisse Zeilen geschickt. Alfalfa, du bist ja ganz aufgeregt. Komm bitte rein. Alfalfa, würdest du mir bitte sagen, was du mit gewissen Zeilen meinst? Ja, du weißt doch, ich habe geschrieben, dass ich dich liebe.
Aber Alfalfa, tust du's? Ja, ich denke. Ich tu's. Aber bitte gib mir trotzdem meinen Brief zurück. Ich weiß immer noch nicht, was du meinst. Das hat mir gerade noch gefehlt. Was denn? Die Jungs dürfen mich hier auf keinen Fall erwischen. Wieso? Das erkläre ich dir später. Versteck mich. Komm mit. Wenn du ihn nicht verrätst, wo ich bin, mache ich auch immer die Schulaufgaben für dich. Ich tue alles für dich. Ich verrate nichts. Oh, welche Freude. Hi, Darla. Dürfen wir reinkommen? Warum? Ja, klar. Los, komm mit. Möchtet ihr Platz nehmen? Nein, danke, Darla. Wir wollen nur Alfalfa. Alfalfa? Ja, wir wissen, dass er hier ist. Stimmt's? Ja. Ja. Was wollt ihr denn von ihm? Wir haben ihn vorhin zum Präsidenten des Frauenhasserclubs gewählt und deshalb darf er nicht mit Mädchen reden. Oh ja, der Frauenhasserclub, sehr schön. Und wenn wir ihn zu fassen kriegen, bekommt er von mir 5 Schläge verpasst. Von mir aus könnt ihr ihn gern suchen, aber ich glaube nicht, dass ihr Alfalfa findet. Aber ich glaube, dass wir ihn finden. Da ist er nicht. Nein, auch nicht. Kommt mit. Guck mal hinter der Sitzbank nach. Ja. Mist! Bedauerlicherweise hast du recht, Darla. Und du hast Unrecht. Oh nee, hab ich nicht. Die Geräusche kommen aus der Halle. Komm mit, Spike. Seid gegrüßt! Was ist denn das? Darla, bitte stell mich deinen netten Freunden vor. Das ist meine Cousine. Amelia, bin aus New York. Sehr freut. Hallo. Hi. Hi. Wir sollten jetzt lieber gehen, Spike. Ja. Super, wie nett von euch. Und die Clubregeln? Der Club kann warten. Ja? Klar. Tretet ein. Darla holt, wenn's recht ist, das Eis für euch. Weiter so, klappt wie geschmiert. Darf ich? Mhm. Na, magst du Mädchen? Ja. Wir haben kein Eis im Haus, tut mir leid, aber ich habe Kekse gefunden. Kekse? Oh Mann! Darla, warum unterhältst du dich nicht mit den Jungs? Ich mache inzwischen etwas Limonade. Was für eine süße Idee. Sehr süß. Also dann bis bald. Wiedersehen. Bitte bedien dich. Danke. Bitte einen Keks. Danke, Darla. Ich finde es auch matsch. Mögt ihr auch einen Keks? Nein, danke. Ist gegen die Clubpflege. Ist es so, Pocky? Aha. Hey! Ist so. Aber die beiden sind doch auch in eurem Club und die haben genommen. Gilt nicht für mich. Bis eben war ich noch ein Frauenhasser, aber jetzt nicht mehr. Das haut mich um. Aufstehen! Aber Alfalfa! Du kennst die Regeln unseres Clubs. Nur weil sie meine Cousine mögen? Ihr auch! Alfalfa, lass dir klären. In einer Reihe. Das ist meine Aufgabe. Vorbeugen. Na gut. Alfalfa, bitte. Autsch! Vorbeugen. Ich rufe Amelia. Autsch. Vorbeugen. Aber nicht fern. Oh. Andala von Alfalfa. Ach ja, ein Liebesbrief.
Den schnappen wir uns. Machen klar. Ich fürchte, das geht in die Hose.